Hallo zusammen, ganz kurz ein Platzerleiter aus München. Beruflich habe ich mir den Sprung rausgefahren, aber der Anlass ist natürlich hochaktuell und die Einführung von Grünpass in Südtirol und in Italien ist eine Meldung wert. Die einen feiern es als absolute Freiheit, die anderen bemeckern es als Einschränkung der Freiheit. Wir allem, und ihr wisst, wie ich da bin, es kommt einfach darauf an, aus welcher Seite man es sieht. Ob der Green Pass jetzt gut ist oder schlecht ist, jedem bleibt es dahingestellt. Der Wahnsinn geht trotzdem weiter und die Absurditäten gehen trotzdem weiter. Ich bin noch einmal der Meinung, wenn das wirklich allzu schlimm ist und wenn wirklich Gefahr im Verzug ist und wenn das so dramatisch ist, dann gibt es eine einfache Lösung. Wie es bei allen eine einfache Lösung gibt. Es braucht ein Gesetz, das heißt, alle müssen impfen. Und wenn das ein Gesetz ist, dann gibt es keine Diskussionen. Dann kann man gegen das Gesetz verstoßen. Und wie halt bei allem, dann muss es halt Strafen geben. Aber das ist das Problem. Es gibt noch zwar Gesetze, aber keine Strafen. Keine mehr hinlänglich. Auf jeden Fall. Und solange die weiterhin so mit dir Impfen und mit den Grünpässe anspicken, wird es ein absoluter, unüberbietbarer Wahnsinn. Wie man jetzt ja sich überlegt, ob man nicht so eine Art Impflotterie einführen. Also so Tourista per sempre, Geimpfter für immer. Du kannst noch, so wie das schon auf Italienisch, Grate Vinci. Du kriegst so los, rubbelst da, gewinnst 100.000 Euro, kriegst gleichzeitig eine Impfung und die Sache ist erledigt. Also ich fand das eine wunderbare Lösung und damit hat man viele Probleme einfach beseitigen und das kann man da einfach in Ruhe und eine Normalität inne. Ob jetzt eine Normalität da reinkommt in das soziale Zusammenleben für die Menschen, soll bleibt nach wie vor offen und ob Politiker das weiterhin vertreten können, dass sie solchen Zwiespalt schüren. Und wenn ein Landesrat sagt, die Äpfelklauber kriegen gratis Test, aber die Südtiroler kriegen kein gratis, die Südtiroler müssen den Test zogen, wenn er nicht geimpft ist. Ob das Ganze so gescheit ist, ich lasse es einfach mal dahingestellt und mache dann einfach selber einen Gedanken. Aber wie gesagt, mir kommt sowieso für mir sein immer ganz normal. Schau gerne mal an, was mit den Frauen und mit den Männern passiert. Die Grünen machen ein Wahlkampffoto, wo sie die Männer ausschneiden, weil sonst ist das nicht so woman-like und das will ich mir nicht. Die Grünen sind einfach weiblich und wenn du jetzt ein Mann auf dem Foto bist, das geht nicht. Hab sicherlich mitverfolgt. Die Grünen dürfen nicht bundesweit antreten, weil in irgendeinem Wahlkreis hat es auch Meinungsverschiedenheiten gegeben, weil ein männlicher Kandidat die meisten Stimmen gekriegt hat. Auf jeden Fall absoluter Wahnsinn. In Italien, die Sängerin da, die Madame, glaube ich, heißt sie, die hat ein bisschen über die Männer gesungen und hat gesagt, na, so schlimm ist das mit den Männern eigentlich gar nicht. Jetzt schreien die Feministen, das ist Verrat am Feminismus und das ist eine Erniedrigung für alle Frauen. Es ist einfach lustig und es bleibt spannend. Und spannend ist es auch in Bozen, wo es jetzt eine eigene Bürgerbewegung gibt, um das Feiern und die Partys von Jugendlichen zu verbieten bzw. einzudämmen. Also die gutbürgerlichen Bozener, die finden es unheimlich nicht schick, dass die Jugendlichen feiern. Ich traue mir deswegen, also ich habe jetzt keine Kinder und keine Jugendlichen, aber ich traue mir deswegen dazu bezogen, weil ich auch ein unmittelbar Betroffener bin. Also ich wohne am Obstplatz, abgesehen von Lärm, muss ich jeden Tag um 5 Uhr putzen. Weil nach der Feiern von den Jugendlichen kann man immer da wirklich vor die Tür treten, dann kann man auf Bicken bleiben, von lauter Alkohol und Flaschen und was weiß ich was, umliegen. Ich muss mir den Dreck wegputzen. Und ich habe lange überlegt, tue ich jetzt da aufmotzen oder ist das einfach die Freiheit der Jugendlichen, die einfach auch feiern dürfen sollen? Und wenn ich schon nicht will, dass die Jugendlichen feiern, wie jetzt viele verlangen und man will da Bündnisse schmieden zwischen Gries, wo die ganz Noblen wohnen, und zwischen die Bürgerlichen in der Altstadt verboten, dass man dem einfach Herr wird. Und manche sagen, dass das ganz schlimm um die Jugend bestellt ist und ganz schlimm um die Gesellschaft bestellt ist. Nachher gebe ich zu bedenken, nicht
um die Jugendlichen ist schlimm bestellt, sondern wenn ist es schlimm bestellt ums Elternhaus. Weil die Jugendlichen sind immer das Produkt, oder die Kinder sind immer das Produkt von da, wo sie her. Aber das ist jetzt vielleicht zu viel grüner Sozialoptimismus oder viel zu viel Romantizismus. Ist gleich. Interessant ist allerdings auch, dass zum Beispiel in den weißen Rössl, also nicht verwechseln das weiße Rössl in Bozen oder in Gröden, sondern das weiße Rössl in Innichen, wo es da den, die Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, auch, und wo natürlich die Jugendlichen sich auch getroffen und ein bisschen gefeiert haben. Man versteht das wirklich alles. Aber wenn auch die eigenen Eltern von Jugendlichen, die da drin feiern, den Wirt und sagen, dann tue ich mich halt auch wieder schwer und kann das nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall nichtsdestotrotz. Es ist nicht so sehr das Thema, was die Jugendlichen tun, sondern welche Vorbilder und welche Möglichkeiten man den Jugendlichen gibt. Und wenn jemand sagt, unter 18 Jahren darf kein Alkohol aufgeschenkt werden, dann sage ich super. Dann sage ich aber auch, unter 18 Jahren dürfen keine Drogen verkauft werden. Finde ich sehr super. Und dann sage ich auch unter 18. Und so gab es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und wenn, muss man das einfach konsequent durchziehen. Und wenn, müssen entsprechende Strophen da sein. Und wenn, müssen die Strophen auch durchgesetzt werden. Es hat keinen Sinn, Strophen zu machen, Gesetze zu machen, Strophen zwar zu verhängen, aber nicht durchzuziehen. In dem Sinn habe ich schon wieder viel zu viel geredet. Ich wünsche euch einen schönen Freitag mit Freipass und Grünpass. Macht's gut und bis bald.